Lilo, heute mal ganz furchtbar ungewöhnlich für mich tagsüber mal ein Video zu machen. Liegt daran, Tablet ist gekommen. Ne? Machen wir mal ein kurzes, schmerzloses Unboxing. Da hätten wir für das Aquaris M10 eine, ja, so eine Art Schutzhülle. Ne? Die ist natürlich noch mehr eingeschutzt, hüllt im Moment so ungefähr. Und ich habe mich für die schwarze entschieden. Die gibt es in verschiedensten Ausführungen. Die gibt es zum Beispiel auch in Blau. Ne? In Blau hätte es die auch gegeben. Ich habe mich für schwarz entschieden. Fand ich ganz pfiffig. So, das ist dieses. Legen wir erstmal hin. Gucken wir uns später vielleicht mal an. Dann gibt es einen, ich hätte bald gesagt Bildschirmschoner. So eine Schutzfolie fürs Display, ebenfalls fürs Aquaris. Ist hier noch eingepackt. Packe ich später mal aus. Denn wir wollen ja, vermute ich mal, wahrscheinlich erstmal das Tablet sehen. Ne? Das ist jetzt vielleicht mal das Interessante an dem ganzen Video. So, habe ich das hier richtig rum? Weil das BQ kann man nämlich so oder so umsehen. Also, wie gesagt, it's in your hands. Ja, das habe ich wohl schon gemerkt. Es ist in meiner Hand. Aquaris M10. Und das Wichtigste an dem Ganzen ist die Ubuntu-Edition. Ne? Sowas gibt es natürlich auch für Android, das Aquaris M10. Gut, und dann packen wir das Ding mal aus. Machen wir das mal ungeschnitten vielleicht. Ungeschnitten ist relativ. Ne? Ohne Schere kriege ich das Ding nicht auf. Aber das Video vielleicht mal ungeschnitten, also live und ich habe jetzt, sollte ich mich da ein bisschen eilen, sonst wird das so eine unendliche Geschichte. Aquaris M10, ja, die Spannung ist kaum noch auszuhalten. So. Ja, der erste Eindruck zählt, ne? Der kommt schon so ein bisschen das Grinsen quer durchs Gesicht. So, und jetzt, das kann man so aufklappen. Trommelwirbel. Und jetzt kommt der Moment, wo die Kurse... schön. Das ist ein Tablet. Hier hat es an der Seite so eine Lasche. Und ich konnte es quasi ad hoc aufheben. Und unten hat es noch so irgendwas mit drin, da muss ich gleich noch rausholen. Ich habe nicht so viele Hände. Also, Tablet hier. Da sieht man auch wunderbar den Rest von meinem vermuggelten Zimmer hier. Ja. Der war ja einen alten Schuhmacherkalender, den ich habe. Vielleicht ist er was wert inzwischen. Ne? Vielleicht mehr als ein Tablet. So, machen wir mal hier auf. Also das ist jetzt hinten, das ist Schutzfolie hinten und das andere ist Schutzfolie vorne. Und da ist extra so eine Markierung, das ist wäre jetzt quasi vorne, ja, da, wo man die Lampen sieht an der Decke, die vermuggelten. Und dann hinten hat es auch noch. Ne? So. Und einfach abklebt, aber wie Sau. Einfach wie Sau. Ja? Ist auch einfach quasi. Jetzt könnt ihr euch quasi selber beim Video gucken, zuschauen. Was bei mir für eine Scheiße im Wohnzimmer steht. Naja, das ist nicht das Wohnzimmer, das ist mein anderes Zimmer. Ich habe übrigens eine andere Brille, sieht man da auch. Ja. Wie in der Matrix hier. Aber ganz ungewöhnliches Video. Sehr schön. Sehr schön. Und was war denn jetzt da unten? Da zum Schutz von dem Kram noch schön mal vorsichtig hinlegen. Bin ich denn schon in der Matrix jetzt? Also wenn man das jetzt weghebt, ne, also das kleine Ding, das war ja da unten drin, dann ist da noch quasi Ladestecker. Ne, Steckerchen zum USB-Laden. Also Bin-Laden quasi. Und da ist irgendwas noch in der Schachtel. Zubehör. Wäre dann quasi, ist das so ein Zubehör? Beipackzettel mit... Das sieht so nach Anleitung aus. Ne? Zubehör und was es alles noch so gibt. Zettel, gut. Brauche ich jetzt, glaube ich, nicht wirklich. Wir wollten noch mal gucken, was ist noch mal in den anderen Dingern drin hier. Ne? Die Schutzhülle quasi wäre dann ja vorne fürs Display. Das ist jetzt noch mal zugeklebt. Das ist jetzt doof, weil das hält mein Video auf. Warum ist das jetzt noch mal zugeklebt? Damit der Postbote nicht klaut, das gute Schutzdisplay.
Milliliter aus dem Karton. So, also nachdem man die beiden Laschen hier geöffnet hat, da kann man das Schutzdisplay quasi rausklamüstern. Und das sieht dann so aus. Da hat ein A, gib mir ein A. Lampidator, wie ist denn das denn? Adhesivo. Lappi aus Lappland, der mit dem A kommt. Ja, ja, gut, der ist anti-adhesiv, ist der quasi. Ne? Und das ist dann Schutzfolie, dass man die da drauf kriegt. Die ist nochmal in der Schutzhülle. Ne? Die Hülle ist nochmal eine Hülle, aber das glaube ich, das mache ich dann später mal, wenn das Video vorbei ist, irgendwann mal. Und da ist dann quasi hier die Schutz. Tasche, die ist auch nochmal extra, nochmal mit der Postbote. Nicht dreimal klingelt oder reinfasst, ich weiß nicht. Das muss auch nochmal auf. Kinders, nee. Aquaris M10. Ja, nicht Aquarium, das ist Aquaris, heißt das. Auch nicht Aquarell, aber macht auch bunt. Ne? Zumindest dann, wenn man eine farbige Schutzhülle bestellt hat und nicht wie ich. Eine schwarze Schutzhülle. Das ist dann nämlich quasi das Case in Schwarz. Tja. Und da ist Silicon Valley ist da auch noch drin. Damit die Chinesen was zu essen haben. Auf der Überfahrt von China, die ganzen Flüchtlinge. Ist immer schön, wenn die dann so kleine Silikat. Proben finden, die sie knabbern können unterwegs, ne, auf der ganzen Schiffsreise von dort. Nee, kommt ja aus Spanien, hm? Ist nicht China. Wenn wir quasi die Flüchtlinge aus Spanien haben, ihr eigenes Silikon zum Essen. BQ, Schutzcover, Gedöns. Irgendwie kommt das hinter der rein, meine Fede. Wir wollen jetzt wahrscheinlich mal das Ding anmachen. Jetzt muss ich gucken. Da hat es zwei Knöpfe. Einen kurzen und einen langen. Und hier unten hat es was zum Reinstopsen. Das sieht aus wie USB, weiß ich noch nicht. Jedenfalls hat es da auch Kamera. Ne? Kamera, die Kamera filmt die Kamera. Auf der anderen Seite ist, hallo, stell dich mal scharf. Ja, ist jetzt schwierig mit dem ganz anderen Gedöns im Hintergrund. So. Und da hat es dann für Micro-HDMI oder so noch so kleine Anschlüsse. Kriegt das die Kamera gebacken? Ich weiß nicht, weil da hinten die Matrix. Ich glaube, ich muss vor die Matrix. Dann sieht man das besser. Ja, dann sieht man das denn. So, hat es an der Seite. So. Da ist dann quasi nichts. Und da sind wir wieder bei den beiden pfiffigen Knöpfen. Von denen einer wahrscheinlich ein ist. Ich versuche jetzt mal den kleinen Knopf oben. Ich vermute jetzt mal, dass die Webcam oben sein muss. Deshalb wird die Richtung wahrscheinlich richtig sein. Und ich drücke jetzt mal den kleinen Knopf. Passiert da was Aufregendes? Also es hat kurz gezuckt, es zuckt. Es lebt. Und ich selber sehe es nur auf dem Kopf. Ja, das macht man nicht alles nur. Fürs Video, ne? Für 3 Millionen Aufrufe, das ist, ich sehe mein eigenes Ding nur. Powered by Ubuntu, ne? Ja, sehe ich auf den Kopf. Kann sich auf den Kopf stellen. So, sehr schön. Ein Tablet. Ja, also ich muss jetzt warten, das kann jetzt Stunden dauern. Powered by Ubuntu. Kommt da noch was nach oder war es das jetzt? Ne? Wäre dann schön für ihn in den Schrank zu stellen als Stillleben quasi. Ja, wie still doch das Leben sein kann im Prinzip. So, powered by Ubuntu ist immer noch. Hallo. Du bist powered by Ubuntu. Du bist nicht eingeschläfert von Ubuntu. Mach doch mal. Hep. So. Mach doch mal. Mach doch mal irgendwie. Leb doch. Schüttel dich. Frau Heule. Man muss ihn nur genug schütteln. Gerührt und nicht geschüttelt. Ich bin sowas von gerührt. Da kommt Ubuntu. Tröpfchenweise quasi. Hi, sagt er zu mir. Na,
So persönlich werde ich hier angesprochen. Hi. Jetzt muss ich aber erstmal selber gucken, was da hier steht. Welcome to your Ubuntu device. Let's get started. Und da unten ist Continue, also weiter geht's quasi. So. Und choose your password. Ganz furchtbar Geheimnis. 1, 2, 3, 4. Glaubt ja nicht. 1, 2, 3, 4. Und ja, Location. Wo bin ich dann? GPS. Continue. All done. Das war schon die Einrichtung. Da wäre ich jetzt quasi schui verblüfft. Wäre ich dann aber. Und Finish ist unten in der Ecke. Und dann bin ich schon da. Ja, bin ich schon da. Und drin. Bin ich schon drin? Ja, ich bin schon drin. Bin ich schon drin? Open the Launcher. Und zack. Also. Einmal kurz quasi von links rüber swipen. Und jetzt. These are the shortcuts apps, jawohl. To view the apps, swipe the right edge. Oi. Oi. Na, das muss man mal jetzt sehen. Das ist jetzt schon schön irgendwie, ne? Ja, das ist, ja, ja. Gut, haben wir kapiert. Das war doch schon nett. Und von unten nach oben geht auch noch was. Ja. Jawohl. Okay. Auch verstanden. So, zum Schluss wollt ihr vielleicht mal auch mal was bisschen was sehen, was dann hier so geht. Hier sind so Apps und Kram, ist klar. Jetzt habe ich mal so ein bisschen gebraust. Gebraust, ne? Zum Beispiel konnte ich dann auf den Browser gehen oder hier interessant war zum Beispiel ja, das Programm GIMP beispielsweise, wenn ich jetzt mal wieder drauf komme. Und zwar ging das über Manage und dann Apps und da gab es zum Beispiel auch GIMP. Ich denke GIMP hier auf dem Tablet, GIMP Image Editor, ja, das geht. Late gets, kommt euch furchtbar bekannt vor. Ja, GIMP 2.8 auf dem Tablet, also ein richtiges natives Linux-Programm auf einem Tablet. Ist kaum noch auszuhalten, ja. Ja, jetzt muss man natürlich gute Augen haben. Ja, deshalb auch die Brille quasi. Datei, neu. Ja, new. Und wenn wir eine neue Datei haben, also eine Datei, neu. Dann fragt er, wie gewohnt, wie groß, 640x480, sagen wir, okay. So, und da haben wir eine neue Datei. So, und hier unten können wir mit dem Zoom-Faktor dann rumspielen. 100% ist ein bisschen klein. So, und wenn man das dann auf 200% hat, dann kann man dann zum Beispiel mit dem Pinsel rumspielen und schreiben. Jetzt muss ich dann auch noch mit links machen. Ali, ja, und dann das Hallo. Könnt ihr euch selber denken. Und das Ganze auf dem Tablet. Nett. Hallihallo, sage ich ja mal. Ne? Dann sage ich doch mal Hallihallo. Ubuntu. Ne? Ja. Und hier haben wir dann zum Beispiel Chromium-Browser. Quasi sowas in Art. Ne? Drin. Haben wir das schon drin? Sind wir schon drin? Und da sind wir wieder bei GIMP. Ne? Doch ganz witzig. Ne? Gut, kann man auch so quasi rüber. Systemeinstellung, kann man hier rüber, sehe ich da, Keyboard-Layout habe ich auf Deutsch beispielsweise und hier habe ich dann, hier oben sieht man schön, GIMP, kann ich wieder zurückspringen, Ali, hallo, und da kann man dann das auch wieder irgendwie wegwischen, ne? Und da oben kann man auch mit Edit auch Undo, den letzten Strich wieder zurücknehmen, sieht man da auch, gut, prima. Funktioniert. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss. So, ach ja, halt, stopp. So sieht das Ding aus.
in der Schutzhülle, wenn es dann in der Schutzhülle drin ist, kann man dann hier oben aufmachen. Das kann man so. So, ja, ist klar. So, und an die seitlichen Schalterchen kommt man immer noch dran. Das ist die Schutzhülle ist da ausgespart. Und hinten die Kamera kann da auch noch gucken. Die hintere Kamera ist klar. Die vordere Kamera wäre dann ja dann zu quasi. Zu wäre dann quasi so. Also das ist so mehrfach geknickt, sage ich jetzt mal, mit Absicht. Und dann kann man das auch wieder zu machen. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Bleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss. Fühlt sich gut an. Also nicht so hartplastikmäßig, sondern so ein bisschen weicher. Und mit BQ. Und tschüss.